Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Video, in dem ich mal Produkte teste, die ihr gar nicht mögt, also eure Hassprodukte. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, welche Produkte ihr wirklich gar nicht mögt. Und die habe ich mal, ja natürlich nicht alle, aber zum Teil bestellt. Also es ist Hufgel, Hufkratzer, zwei habe ich da sogar. Ein Halsring ist auch noch dabei. Und dann habe ich auch noch zwei so Produkte für hellere Pferde, wo man irgendwie so den Dreck mit wegkriegen kann, so Schimmel, Sachen extra für Schimmel. Es gibt auch noch Einflechthilfen und so, von denen ich noch nie gehört habe. Also auch Sachen, die ich selber gar nicht kannte. Auch alles, was ich jetzt testen werde, ist, vielleicht finde ich die Sachen gar nicht so schlecht, wie ihr sie findet. Aber vielleicht finde ich sie, weiß ich nicht, auch genauso schlecht wie ihr. Also es ist natürlich nur eine Meinung. Andere Leute können das natürlich auch total gut finden jetzt. Ja, es ist nur die Meinung von euch und vielleicht auch meine. Wir werden es heute herausfinden. Vielleicht habe ich auch nicht alle Sachen aufgelistet jetzt gerade, aber ihr werdet sie gleich im Stall nochmal alle sehen. Und ich würde sagen, los geht's. So, ich bin im Stall mit den Sachen und da ist auch Valli. Den nehmen wir jetzt gerade mit rüber. Lolando reite ich nachher noch auf einem Ausritt und deswegen kann ich jetzt gerade nicht so, bei dem Video kann er da, sag ich mal, nicht so mitmachen. Auf jeden Fall nehme ich Valli jetzt mit rüber. So, jetzt wird erstmal geputzt und schaut mal, Valli ist im Moment so heftig im Haarwechsel. Also alle meine Ponys eigentlich. So, hier habe ich alle Sachen drin und ich teste jetzt mal als erstes den Kamm. Valli hat auch eine mega dicke Mähne, wo man das sehr gut drin ausprobieren kann. Und ja, ich glaube, jeder kennt diese Kämme. Die sind halt einfach nicht so sonderlich toll, weil man da einfach gar nicht durchkommt. Okay, vielleicht bei einer anderen Mähne mehr, aber Vellis Mähne ist halt unglaublich dick und ich will mir jetzt aber auch nicht viel rausziehen. Ja gut, in der Mähne finde ich, ist das noch was anderes. Aber am Schweif geht das halt wirklich gar nicht. Valli putzt mich gerade an, danke. Aber am Schweif, also ich glaube, dafür ist es auch nicht gemacht, oder? Wenn man da einfach viel Spray oder so reingemacht hat, dann ist das natürlich, wenn man es dann mit dem Kamm durchkriegt, wirklich sehr gut gekämmt. Dann kann man bestimmt super gut einflechten. Aber ich finde so eine Bürste schon besser. Also dafür gab es auf jeden Fall eher einen Daumen nach unten. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal, ich habe ja hier zwei Hufauskratzer. Einmal den mit dem Gelgriff, den hier. Das ist das Etikett so ein bisschen, das sieht sehr so aus. Na, auf jeden Fall. Gelgriff kennt man ja. Ich denke jetzt nicht, dass er nach einer Benutzung ausläuft. Das Gefühl finde ich jetzt eigentlich okay. Aber wenn natürlich außer verstehe ich schon, dass das ziemlich doof ist. Und wenn man das Gefühl schon eklig findet, ist das natürlich auch doof. Also ja, ist dann glaube ich eher so, ja, von der Meinung abhängt. Es sei denn, es läuft aus, aber es findet jeder doof. Dann kannst du jetzt mal mit diesem Hufauskratzer die Hufe. Das ist ganz komisch. Valli hat auch heute eigentlich ziemlich leere Hufe, aber matschige Hufe. Und da wäre so eine Bürste jetzt nicht so schlecht. Ja, es fehlt schon ein bisschen, finde ich, aber zum Kratzen ist diese Seite nicht schlecht, aber dann braucht man halt nochmal eine extra Bürste separat, das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, den Halsring brauche ich ja gleich zum Reiten, das mit den Knoten muss ich mir dann auch nochmal durchlesen mit den Einflechten. Und die anderen Produkte hier testen wir gleich noch an Heinzis Schimmelsachen, aber das hier probiere ich noch an, weil die Hufen aus. Jetzt haben wir die auch schon ausgekratzt und von oben habe ich die auch schon ein bisschen sauber gemacht. Das kann man ja sonst auch mal mit dem Hufauskratzer machen, mit der Bürste. Da brauchte ich jetzt halt auch eine separate Bürste für. Und man sieht, die sind trotzdem noch nicht ganz sauber, weil ja, es sehr matschig draußen war. Aber wir testen jetzt trotzdem mal dieses Hufgel. Ich habe das jetzt erstmal aufgemacht und das riecht mega intensiv. Es erinnert mich mega an irgendeine Süßigkeit. Also es riecht eigentlich echt gut, muss ich sagen. Es sieht ja auch echt cool aus. Ich hoffe, auf dem Huf sieht es auch gut aus. Und ja, wir tragen es jetzt mal auf. Ich glaube, Valli ist nicht so begeistert, dass er jetzt pinkes Glitzergel drauf kriegt. Valli. Ich finde es auf jeden Fall ganz schön. Mal schauen, wie es jetzt auf dem Huf aussieht. Also Leute, ganz ehrlich. Das sieht doch nicht schön aus. Also ich habe es jetzt auch nicht perfekt verteilt. Ja, okay, jetzt habe ich es noch ein bisschen besser verteilt, aber ganz ehrlich, das ließ sich auch nicht gut verteilen, das Glitzer. Das ist ja wirklich sehr wenig. Ich meine, die war jetzt gerade noch in der Matsche, aber trotzdem habe ich die versucht zu säubern. Und es ist ja auch eigentlich gar nicht rosa, außer da an den Stellen, wo es ein bisschen klumpiger ist. Und das ist ja eigentlich auch nicht schön. Also ich würde sagen, das ist eher ein Daumen nach unten. Es sieht nicht so schön aus. Also selbst wenn man jetzt mal denkt, die Hufe wären wirklich total sauber, ist das ja gar nicht rosa. Ich weiß nicht. Also ich würde eher einen Daumen nach unten auch geben. Und ich glaube, Valli auch. Dann versuchen wir jetzt das nächste Mal diese Einflechthilfe. Also ich habe das noch nie gesehen. Irgendwie kenne ich das gar nicht. Ich sehe hinten schon eine leichte Anleitung. Die brauche ich auf jeden Fall auch. Wir schauen jetzt mal rein und dann gucke ich mal, ob das geht. Also das wäre ganz cool, wenn es funktioniert, weil Vellis Männer halt echt dick ist und schwer einzuflechten ist eigentlich. Also die sind halt immer sehr dick und dann nicht so super schön. Aber vielleicht wird das hiermit ja leichter. Mal sehen. Hier ist auf jeden Fall eine richtig gute Anleitung dabei. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Also hier ist sogar so eine Bilderanleitung. Und hier auch in fast allen Sprachen. So, der erste Schritt ist gemacht. Erstmal einen Zopf machen. Einen kleinen, ja, geflochtenen Zopf. Und eigentlich würde ich ihn jetzt halt einfach hochrollen und oben dann mit einem Haargummi so zusammen machen. Aber das versuchen wir jetzt mal anders. So, das ist das Ergebnis. Also ich muss sagen,
Klar, es hat funktioniert, aber ich hätte das auf jeden Fall ein bisschen schöner hingekriegt, muss ich sagen, wenn ich das normal gemacht hätte. Es kommt natürlich darauf an, auch wie dick die Mähne ist. Das ist natürlich klar. Ich denke mal, das wäre leichter gegangen bei der dünneren Mähne und wie man den Zopf flechtet. Aber ich habe ihn jetzt halt so geflochten, wie ich ihn auch normal machen würde. Und ja, man kann es machen. Es sind wenigstens Zöpfchen. Ich werde das auf jeden Fall nicht benutzen für die Zukunft. Also auch eher einen Daumen nach unten. Ich finde, der ist auch ziemlich dick. So, jetzt haben wir hier diesen Schimmelstein. Den werden wir jetzt mal bei Heinz anwenden. Hier hat er halt so richtig schön so Kackflecken. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach so rübergehen. Okay, es geht das Fell halt ab, ne? Das ist halt schon... Was geht weg, oder? Bilde ich mir das ein. Also hier so... Das ist doch jetzt wohl viel sauberer. Also ich glaube, der funktioniert, oder? Soll ich dir den mal schenken? Ja. Dann kannst du den benutzen. Dankeschön. Also das sind natürlich so richtig fiese Kackstellen. Ja. Die sind jetzt auch noch frisch. Ich weiß nicht, da würde ich jetzt mit dem Stein, glaube ich, nichts machen. Nee, aber wir haben ja hier das Spray. Damit sprühen wir jetzt mal drauf. Ja, ne? Aber hier ist auch Papier. Ein bisschen. Ah ja, das kannst du nicht. Hier, das ist ja nicht mehr weiß. Das machen wir mal. Da soll man es mit dem Tuch machen, ne? Mhm. Ja. So, es hat sich jetzt, ist jetzt kurz ein bisschen eingezogen. Ich habe jetzt hier so einen Schwamm. Vielleicht, das ist halt nass, ne? Ja, vielleicht nochmal, wenn es trocknet. Kann man das, glaube ich, nicht sehen. Aber ich würde jetzt sehen. So grob sagen, dass der Schimmelstein auf jeden Fall besser war. Also Schimmelstein würde ich vielleicht sogar einen Daumen nach oben gehen. Und den Spray halt eher nach unten. So, ich habe Belly jetzt fertig gemacht. Also einfach mal so ein Pad drauf getan. Ja, weil ich jetzt ja eh mit dem Halsring gleich reite und eh nicht viel reiten will eigentlich. Und ja, deswegen machen wir ganz locker jetzt hier gleich mit dem Halsring was. Den habe ich auch da drinnen. Und genau, dann legen wir jetzt gleich mal los. So, ich sitze jetzt auf Belly und habe hier diesen Halsring. Die Trense habe ich jetzt gerade auch noch drauf, aber eigentlich habe ich vor, die dann nachher abzumachen. Man kann Belly auch eigentlich gut mit Halsring reiten, nur ich weiß halt nicht, wie es mit diesem ist, weil das ist halt wirklich wie ein Strick eigentlich. Die anderen sind ja ein bisschen fester. Aber sehen wir ja dann. Das war der Ritt mit dem Halsring. Belly hat ein bisschen Angst da hinten in der Halle. Mit Trense wäre ich da natürlich jetzt viel, viel besser, also ohne Probleme hingekommen. Mit dem Halsring war das jetzt ein bisschen schwierig, weil der hatte dann so ein bisschen mich ignoriert. Aber das wäre mit jedem Halsring passiert. Also eigentlich finde ich den sogar ganz cool, weil man hat irgendwie so ein bisschen Zügelfeeling, weil ich habe den immer direkt so genommen. Weil, ja, der ist halt so ein bisschen wie, als hätte man Flechtzügel oder so. Und beim anderen habe ich eigentlich immer eine nicht, aber hier hat man irgendwie so direkt das, weiß nicht, den Reflex so. Finde ich eigentlich ganz cool. Belly jetzt eh nicht gejuckt. Und ja, also ich finde es eigentlich okay. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Daumen nach unten geben. Also eigentlich einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich auch sagen, beende ich so das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!